blickt stolz auf seine 90-jährige Vereinsgeschichte zurück. Gerne den unter diesem Anlass verbunden mit dem Grundfest der Wieslauer Führer, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Unterhaltsame Liedvorträge bieten den richtigen Rahmen zu diesem besonderen Fest. Schön, dass wir heute Abend mit unseren Gasthörern aus Schönau, Erfweiler, Aal, in der Weidenthal und aus Luh zusammen verbringen. Ich heiße unsere Gasthörer mit ihren Vorständen und ihren Dirigenten alle herzlich willkommen. Herzlich willkommen heiße ich auch unsere anwesenden Ehrenmitglieder. Besonders begrüßen möchte ich unseren Ehrenchorleiter und Ehrenmitglied Herrn Werner Pinkel mit seiner Frau genau. Lieber Werner, du warst 41 Jahre von uns, von deinem Leben bei uns als Dirigent tätig. Wir sind sehr froh, dass wir diese Zeit mit dir genossen haben dürfen. Und wir sind immer stolz mit dem Gesundheitscoach und mit uns ein Fest feiern dürfen. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch. Auch begrüßen möchte ich ganz herzlich unseren Ehrenvorstand und MDV Freundeslust, Hans Trapp und seine Frau Erdau. Er hat den MDV Freundeslust 20 Jahre lang geführt. Herzlich begrüßen möchte ich auch unsere Chorleiterin, Frau Martin und ihren Martin mit Töchter Hildur. Ich möchte auch den ersten Beigeordneten von Hochweiler, Herrn Albert Laus und seine Frau begrüßen. Der heutige Vertretung für unseren Ortsbürgermeister, Herrn Michael Zwick, der sich im Urlaub befindet, diesen Vertretung übernimmt. Herzlich willkommen heiße ich auch den Kreisvorsitzenden, Herrn und Frau Holz und seine Gattin. Herr Frauenholz wird anschließend als Vertretung für den erkrankten Vorsitzenden der Wieslauer Gruppe, Herrn Arthur Helfrich, die Begrüßung übernehmen und danach gemeinsam mit mir die Ehrungen unserer Sänger durchführen. Ich möchte unseren erkrankten Sausvollen Arthur auf diesem Wege noch eine gute Besserung wünschen. Herzlich begrüßen möchte ich auch die anwesende Presse. Als Vorstand möchte ich gerne noch ein paar Worte zu unserem Chor erwähnen. Unsere Sängergemeinschaft zählt mit seinen 53 aktiven Sängern zu einer der stärksten Männerchöre in der Region. Die vielen Auftritte unserer Gemeinde und im ganzen Wieslauer Tal zeugen von einer Wertschätzung, die uns mit Stolz erfüllt und motiviert, weiterhin diesem Ansehen gerecht zu werden. Unsere Sänger von jung bis alt ergeben eine positive Zusammenstellung unserer Chorgemeinschaft, die von Engagement, Kameradschaft und Begeisterung am Singen geprägt ist. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Miteinander, diese Verbundenheit zu dem Referenz der Schlüssel einer intakten, langen Vereinsgeschichte ist und weiterhin sein wird. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie Sie sehen, haben wir eine kleine Chronik unseres 90-jährigen Bestehen als Ausstellung vorgelegt und da möchte ich mich anlässlich unseres 90-jährigen Vereinsgeschehen wurde auch eine Schautafel mit einem kleinen Streifzug unserer Vereinsgeschichte angefertigt. Unsere Sausfreunde Recht der Übel, Herr Hans Rösch, unser Ehrenvorstand Hans Trapp und unser Ehrenmitglied und Ehrenvorreiter Herr Werner Pinkel haben sich die Mühe gemacht und diese Schautafel zusammengestellt, wie Sie hier sehen. Wenn später jemand heute Mund aufnimmt, ein kleiner Streifzug unseres Wirtes. Liebe Gäste, als Vorstand ist mir der St. Karl-Marx-Lust-Buchweiler. Heiße ich Sie alle zu unserer Bewegungsveranstaltung zum Gruppenfest der Wieslauer Führer ganz herzlich willkommen. Fühlen Sie sich wohl bei uns. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.